Obwohl Schwitzen eigentlich was Gutes und Nützliches für unseren Körper ist, geht es vielen einfach nur auf den Sack. In der Hoffnung, einige peinliche und unangenehme Situationen zu vermeiden, zeigen wir euch jetzt einige Tipps gegen Schwitzen. Ganz wichtig ist es, die korrekte Kleidung zu tragen. Bei der Wahl zwischen natürlichen oder Kunstfasern gehen die Meinungen stark auseinander. Kleidung aus Kunstfasern stinkt oft stärker, weil sie bessere Lebensbedingungen für die stinkenden Bakterien bietet. Synthetische Funktionskleidung bietet aber auch oft den Vorteil, Schweiß schneller verdunsten zu lassen. Naturstoffe wie Baumwolle sollen angeblich weniger stinken. Sie absorbieren den Schweiß aber stärker, was dann zu heftigen Schweißflecken und klebrigen T-Shirts führt. Welches Material zu euch am besten passt, probiert ihr am besten selber aus. Einfach T-Shirts aus verschiedenen Stoffen miteinander vergleichen. Auf jeden Fall ist es wichtig, lockere Kleidung zu tragen. Der Schweiß kann viel besser verdunsten, der Körper wird besser gekühlt und somit schwitzt man auch weniger. Das Rasieren der Achseln kann den üblen Schweißgeruch stark reduzieren. Die Körperbehaarung bietet den Geruch produzierenden Bakterien nämlich den perfekten Lebensraum, die sich dort dann mit Vergnügen einnisten. Entfernt man diese Haare, so klaut man den Bakterien auch ihren Lebensraum und kann dem Schweißgeruch entgegenwirken. Außerdem können rasierte Achseln besser gereinigt werden. Eine weitere gute Lösung gegen Schwitzen lautet abnehmen. Bei einem geringeren Gewicht verbraucht man viel weniger Energie, da einfach weniger Masse bewegt werden muss. Weniger Energieverbrauch bedeutet auch weniger Schwitzen, da der Körper sich nicht so stark kühlen muss. Außerdem funktioniert ohne Hitze gespeicherte Fettschicht die körpereigene Kühlung um einiges besser. Oft wird berichtet, dass regelmäßige Saunagänge und sportliche Aktivitäten gut gegen Schwitzen sind. Durch das provozierte Schwitzen sollen unsere Schweißdrüsen trainiert werden. So würde man für eine kurze Zeit sehr stark, insgesamt aber weniger schwitzen. Diese Methoden sind aber weder wissenschaftlich belegt, noch funktionieren sie bei jedem. Ein Versuch ist es aber auf jeden Fall wert, vor allem weil man das perfekt mit dem Abnehmen vereinbaren kann. Oft wird behauptet, dass man durch Alkohol, Nikotin und Koffein noch mehr schwitzt, was auch meistens der Fall ist. Dr. Christoph Schick vom Deutschen Hyperhidrosezentrum sieht das allerdings etwas anders. Dass man von Alkohol schwitzt, ist nur die halbe Wahrheit. Laut ihm bringt uns ein Glas Sekt ins Schwitzen. Nach dem vierten Bier schwitzt man allerdings nicht mehr. Auch wenn es verlockend klingt, sauft euch aus diesem Grund jetzt nicht gleich die Hucke voll. Wenn man besoffen rumtanzt, kommt man trotzdem ins Schwitzen. Der Körper muss sich ja irgendwie abkühlen bei dem ganzen Gedance. Alkohol solltet ihr also nicht als Mittel gegen Schwitzen verwenden, geht damit verantwortungsvoll um und genießt es nur in Maßen. Sehr wichtig beim Kampf gegen Schweiß ist die richtige Wahl des Deos bzw. des Antitranspirants. Was ist da eigentlich der Unterschied? Beide haben die gleiche Aufgabe, und zwar verhindern, dass man stinkt. Ein Deodorant enthält oft Triclosan. Dieser Inhaltsstoff hemmt die Vermehrung der Bakterien und verhindert somit, dass sie die übel riechenden Stoffe produzieren. Ein Deo verhindert also nicht das Schwitzen, sondern nur den üblen Geruch. Ein Antitranspirant sorgt mit Hilfe von Salzen, meist Aluminiumchlorohydrat, dafür, dass man gar nicht erst schwitzt. Die Salze verstopfen nämlich die Poren, aus denen Schweiß abgesondert wird. So fließt weder Schweiß noch entsteht ein übler Geruch. Wenn ihr also eurem Schweißproblem aus dem Weg gehen wollt, holt euch ein anständiges Antitranspirant. Ihr könnt euch übrigens euer ganz persönliches Antitranspirant in der Apotheke zusammenmixen lassen. Das könnt ihr dann genau auf eure Schweißprobleme abstimmen. In der Regel haben sie dort alle Salze und Stoffe, die man dafür benötigt. Also einfach hin und mal beraten lassen. Ein Mittel, das wirkt, allerdings nicht wirklich umsetzbar ist, lautet alt werden. Im Laufe des Lebens reduzieren die Schweißdrüsen nämlich ihre Aktivität. Ältere Leute schwitzen also einfach weniger. Das ist auch der Grund, warum sie vor allem im Sommer sehr anfällig für Überhitzung sind. Kalte Getränke verringern das Schwitzen. Falsch! Durch das kalte Getränk kühlt nur der Magen ab. Das führt dazu, dass der Körper die Durchblutung ankurbelt und somit die Körpertemperatur steigt. Also nehmt lieber Getränke auf Zimmertemperatur zu euch. Ihr solltet auch auf jeden Fall sehr viel trinken. Die Überlegung, ich trinke weniger, dann kann ich auch weniger schwitzen, ist kompletter Schwachsinn. Euer Körper braucht die Flüssigkeit, um gescheit zu funktionieren, und weniger trinken wäre keine Lösung, sondern nur eine zusätzliche Belastung. Falls ihr euren Schweißproblemen mit keinem Mittel der Welt entgegenwirken könnt, gibt es noch zwei Notlösungen. Ihr könnt euch entweder die Schweißdrüsen absaugen lassen oder Botox an die entsprechenden Stellen spritzen lassen. Beide Methoden sind allerdings nicht gerade billig und ungefährlich. Falls ihr sie wirklich in Betracht zieht, solltet ihr euch auf jeden Fall ausführlich darüber informieren. Was sind eure besten Tipps gegen Schwitzen und Stinken? Schreibt sie mal in die Kommentare, ihr könnt damit bestimmt einigen aus der Community dabei helfen. Nicht nur wir Menschen schwitzen, sondern auch Pflanzen. Aber wie stellen sie das an, ohne Schweißdrüsen und ohne Haut? Ihr wollt die Antwort lösen? Einfach auf dieses Video klicken. Also haut rein, Leute, bis zum nächsten Video und ciao.